In Demokratien erfüllen Medien grundlegende Funktionen. Sie sollen das Volk informieren, durch Kritik und Diskussion zur Meinungsbildung beitragen und durch Partizipation ermöglichen. Dazu müssen Information und Meinung strikt voneinander getrennt werden. Aber auch das findet nicht mehr statt. Statt sauberer Information bekommen Sie die Meinung gleich mitgeliefert und haben Sie eine andere, landen Sie ganz schnell in der rechten Schmuddelecke. Was vor 15 Jahren noch konservativ war, ist heute rechtspopulistisch oder rechtsradikal und im Notfall sogar Nazi. Einen Teil dieser Verblödungsstrategie müssen Sie über Ihre GEZ-Gebühren auch noch selbst bezahlen. All das muss verändert werden. Weitere Rechtsbrüche darf es nicht geben. Holen wir uns unseren Rechtsstaat zurück. Zeigen wir als Alternative für Deutschland, dass sich gute Oppositionsarbeit letztendlich für den Wähler lohnt. Wenn man konsequent abschieben würde, diejenigen, die ausreisepflichtig wären, dann hätten wir einen Fall Anis Amri nicht gehabt. Das ist der Tunesier, der mit dem LKW über den Breitscheidplatz, über den Weihnachtsmarkt gerauscht ist. Der hatte 13-fach Identitäten. 13 Identitäten hatte der in der Bundesrepublik Deutschland, weil es unsere Regierung, unsere Behörden nicht hinbekommen haben, eine vernünftige Registrierung vorzunehmen und hier jeder Hitz und Kunz ohne Papiere in unser Land kommen kann. Dann hatten wir den Islamisten in Hamburg, der mit dem Küchenmesser im Edeka-Markt. Und da haben wir ja auch gehört, die versprechen ihm, so etwas kommt nie mehr vor. Und wissen Sie warum? Der Edeka hat die Küchenmesser aus dem Sortiment genommen, da bin ich ja froh. Neben den gesellschaftlichen Implikationen, diese Unsicherheit, der soziale Kitt wird ja auch zerstört, wenn immer irgendwelche Einzeltäter hier rumspringen. Ja, man fühlt sich ja nicht mehr sicher. Wir als AfD, wir denken an Sie, wir denken an die arbeitende Bevölkerung, wir denken an den Mittelstand. Wir wollen den Mittelstand, vor allen Dingen die Familien, entlasten. Und zwar wollen wir einen vereinfachten, abgesenkten Drei-Stufen-Tarif im Einkommensteuersatz. Dann setzen wir uns als einzige Partei für ein familienfreundliches Familiensplitting-Modell ein, dass gerade Familien entlastet werden. So, und dann sind wir natürlich auch für die Abschaffung der kalten Progression. Und ich kann Ihnen sagen, bei uns wird nicht nur geredet, wir machen das dann auch wirklich. Gut. Es geht aber auch noch weiter und das ist der letzte Punkt. Denn es regnet hier, wir haben schon lange gesprochen, aber das ist mir noch ganz wichtig. Durch die gesamte Euro-Rettungspolitik, und das ist ein sehr plastisches Beispiel, passen Sie da bloß auf. Der Zins ist auf Null, der Zins soll weiter abgesenkt werden, der soll in den Negativbereich reingedreht werden. Das muss man sich mal vorstellen, was unsere Bundesregierung da mitmacht. Ja, die alimentiert das, die unterstützt das ja auch. Negativzinsen, das ist historisch einmalig, das müssen Sie sich vorstellen. Sie zahlen Strafe auf das Guthaben auf Ihrem Konto. Und Sie zahlen auch noch Strafe durch erhöhte Gebühren, wenn Sie Ihren Lohn von Ihrem Konto am Bankautomat abheben wollen. Und ich kann Ihnen sagen, was jetzt passiert. Das wissen die Regierenden natürlich auch. Das weiß die EU, das weiß die Kommission. Im Übrigen das undemokratischste Gebilde, was da oben rumturnt und so viel Macht hat. Auch das wollen wir ja etwas begrenzen. Aber es wird ja das Bargeldverbot angedacht. Und wissen Sie, wozu das Bargeldverbot, eine Bargeldobergrenze, die jetzt schon eingeführt wurde? Schäuble hat früher mal gesagt, nein, Bargeldobergrenzen, wer will denn schon das Bargeld abschaffen? Nein. Und da muss man immer ziemlich genau hinhören. Wenn ein Politiker in Deutschland oder ein europäischer Politiker so dezidiert sagt, dass er was nicht will oder das, was nicht kommt oder das, was nicht will, dann kommt das meistens, ja, weil wir angelogen werden. Und genau das ist auch da passiert, mal wieder, wurde angekündigt, nein, das kommt nie. Und dann irgendwie vor ein bis zwei Jahren kommt doch der Finanzstaatssekretär der CDU da um die Ecke und sagt, hören Sie sich das an, Deutschland ist ein Hort von Kriminellen, weil es keine Bargeldobergrenze hat.
CDU. Davon mal ganz abgesehen, dass es extrem viel aussagt, was die CDU über den eigenen Wähler denkt, sagt es aber noch was ganz anderes. Da sagt jemand von einer Regierungspartei, dass Deutschland ein Hort von Kriminellen sei, weil es keine Bargeldobergrenzen habe. Da sagt die gleiche Partei, die ohne Not darauf verzichtet, unsere Grenzen zu sichern und zu kontrollieren. Und das ist doch wohl Ironie, oder? Also jetzt haben wir die Bargeldobergrenze und ich kann Ihnen sagen, was passiert, wenn die CDU es wieder schafft und eine Regierungskoalition eingeht. Die Bargeldobergrenze wird abgesenkt, die Argumentation wird sein, zur weiteren Harmonisierung im Euroraum, vielleicht erst 5.000, dann 1.000 Euro. So, und warum? Weil man verhindern möchte, dass Sie Ihr Geld abheben können. Wenn die Negativzinsen kommen und Sie sich das nicht gefallen lassen, wieso soll ich denn Strafe zahlen? Ja, auf Guthaben auf meinem Konto, dann heben Sie automatisch das Geld ab und wollen es unterm Kopfkissen lagern. Und das will man verhindern. Oh. Und wissen Sie, was noch der Fall ist, wenn die Bargeldobergrenze kommt? Sie werden nicht nur ein gläserner Kunde, der Sie ja eh schon sind, weil während über die Ehe für alle ja debattiert wurde im Bundestag, wurde ja auch noch irgendwie das Bankgeheimnis komplett abgeschafft. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand von Ihnen mitbekommen hat. Ja, ja, Sie sind ja schon ein gläserner Kunde. Sie werden, wir sollen zu gläsernen Menschen werden. Und darum fordert die AfD übrigens als einzige Partei die uneingeschränkte Bargeldnutzung für den Bürger. Denn Bargeld ist gelebte Freiheit. Bargeld ist gelebter Datenschutz. Und darum will diese Partei, will unsere Partei, die AfD, das Bargeld erhalten. Und aufgrund des schlechten Wetters sage ich jetzt einfach hier, kommen Sie gut nach Hause. Ich bin schon am Ende mit meiner Rede. Machen Sie es gut. Wenn Sie noch Fragen haben, stehe ich hier gerne für Fragen zur Verfügung. Alles Gute, schönes Wochenende. Schön, dass Sie da waren. Danke. Dankeschön.